The following bout is a fight in the featherweight division. The fighter in the blue corner is 25 years young. He stands 1.75 meters tall and weighed in at 66.14 kilograms. His record, 8 fights, 7 victories, representing Nano Squad from Dortmund, Eduard Kexen. And his opponent in the red corner is 27 years young. He stands 1.78 meters tall and weighed in at 66.2 kilograms. His record, 7 fights, 6 victories, representing Universum Fit Gym from Dortmund, Abubakar Sobiro. Your referee in charge, Philipp Neumann. Wir haben Sprechchöre, wir haben ein Derby, wir haben zwei Kämpfer, die unbedingt gewinnen wollen. Es ist angerichtet. Ja, und wir haben ein Derby, bei dem einer von beiden einen Haufen Fans dabei hat und der andere ausgebuht wird. Kexel hier offensichtlich nicht unbedingt der Fanliebling in Dortmund. Sobidov dafür, große Fanbase dabei. Schöner Leckkick von Kexel. Ich bin gespannt, ob Kexel hier früh den Takedown versuchen wird zu erlangen oder ob er ein bisschen im Stand mitkämpft. Sobidov verhältnismäßig aufrecht. Ich hätte jetzt erwartet, dass er ein bisschen tiefer steht, um Kexels Takedowns eventuell abzuwehren. Ja, der Stil, den Kexel gerade geht, den geht er immer. Er ist der, der Druck macht. Er ist der, der nach vorn geht, wie so ein Panzer, der unaufhaltsam nach vorn rollt. In der Regel, wie gesagt, sucht er relativ schnell den Clinch, macht die Gegner am Zaun fest. Du hast es vollkommen richtig erklärt, Andreas. Er lässt die Gegner häufig sehr, sehr schlecht aussehen, einfach weil er sie völlig neutralisiert und denen überhaupt keine Möglichkeit gibt, eine eigene Offensive anzubringen. Aber es sieht aus, als ob er heute eher Lust hätte, ein bisschen zu striken. Und dass er das kann, hat er, wie gesagt, auch schon einige Male unter Beweis gestellt. Der beste Weg, natürlich einen Takedown zu bekommen, ist, seinen Gegner glauben zu lassen, dass man mit ihm striken will. Also vielleicht ist das auch nur Teil der Geschichte, die er versucht zu erzählen. Naja, und ich sag mal, mit einem Sobidov zu striken, ist auch alles andere als ungefährlich. Der ist ein starker Striker, gute Kicks, gute Kniestöße. Von seinen 6 Siegen, wie gesagt, allesamt Finishes. 5 Knockouts, 1 Submission. Und da war alles dabei. Knie zum Körper, Kicks und Folgetreffer, etc., etc. Aber er kann eben auch Aufgabegriffe, wie er zuletzt gegen Johnny Palokai gezeigt hat. Ist inzwischen auch schon wieder ein Jährchen her. Hat mich sehr beeindruckt bei dem Kampf tatsächlich. Genauso wie Kexels Explosivität mich jetzt gerade beeindruckt. Und ich glaube, auch Sobidov ist ein bisschen überrascht. Denn Kexels Low Kicks und auch diese rechte Gerade, die kamen gerade blitzschnell. Ja, Sobidov generell einer, der zwar finisht, aber der am Anfang sich erstmal die Gegner ausguckt, wie sagt man so schön, die Daten runterlädt und dann, sobald er irgendwie seine Strategie da festgemacht hat im Kopf, dann anfängt zu arbeiten wie so ein Roboter. Jetzt gab es kurz eine Ermahnung vom Ref zur Aktivität. Halbe Runde ist noch offen. Wieder ein schöner Inside-Leg-Kick. Ich fände es schön, wenn Kexel da dann nachsetzen würde. Man sieht es ja, die sind so hart, dass die Sobidov direkt ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Das, also attackierte Bein hebt so ein bisschen ab, er steht ein bisschen instabil. Da könnte man natürlich schön hinterher gehen mit einem Haken oder sowas. Aber Kexel bislang noch vorsichtig. Ja, und Sobidov kommt gerade nicht so richtig in den Kampf. Oh! Und geht da runter! Oh! Und das war's! Das war's! Die Rechte knockt ihn aus. Und wir haben's gesagt, er hat die K.O.-Power. Und schickt Sobidov hier schlafen vor heimischer Kulisse mit einer Ansage. Und wenn sich jemand gefragt hat, warum Sobidov die ganze Zeit so zögerlich war, genau deshalb, weil diese Explosivität, die ich da angesprochen habe, das zur Folge haben kann. Und das war ein absolut krachender K.O. Wow! Holy moly! Und der Folgetreffer hinterher.
Also ja, die Präzision, die auch dahinter steckt, also schnell und hart können die meisten, aber die Präzision, die dahinter steckte, Sobidov, jetzt gerade steht er wieder und weiß aber noch nicht so richtig, wie ihm geschieht. Eduard Kexel, wir schauen nochmal rein. Oder auch nicht. Also das Schöne ist, dass Abubakar Sobidov hier schon wieder steht. Er fragt natürlich gerade, was ist passiert. Also wer noch nie K.O. gegangen ist, da ist halt nicht nur die Zeit weg, in der man kurz geschlafen hat, sondern in der Regel auch ein, zwei Sekunden davor. Er weiß also nicht, wie der Kampf geendet ist. Und das Timing all dieser Schläge. Hier guck mal, eins und zwei, drei. Oh, alle Mann. Drei perfekt, perfekt aufs Kinn. Also nicht nur schnell und stark, sondern auch perfekt getimed. Das Ding war übel. Eduard Drechsel ist ein böser, böser Mann. Aber ich hab's dir gesagt, das ist eigentlich einer, gegen den man nicht kämpfen will. Weil wenn er dich besiegt, dann siehst du einfach schlecht dabei aus. Egal, ob er dich jetzt drei Runden lang ringt oder ob er dich aus dem Kampf nimmt auf die Art und Weise. Ist gerade bei seinem Gegner und versichert sich, dass alles okay ist. Der versucht noch rauszufinden, was passiert ist. Kurzer Nachtrag. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, je härter der K.O., umso länger die Zeit, die einem im Vorfeld fehlt. Ich habe schon mit Kämpfern wieder in der Kabine gesessen und die haben gefragt, wann geht's denn eigentlich los? Und dann mussten wir mehrfach sagen, hör mal, du hast schon gekämpft, Kollege. Okay, wir machen es offiziell. Winner of the fight by way of knockout after 2 minutes and 59 seconds of the very first round. From the blue corner, Eduard Kexel. Also, bei mir nun der Sieger dieses Kampfes, Eduard Kexel. Was für ein Knockout. Eduard, ich habe mich vorher mit dem Kollegen Kanyotakis unterhalten. Wir wussten, dass du Power hast, denn du hast einen K.O. gehabt in deiner Bilanz in 7 Sekunden. Aber in den meisten deiner Kämpfe sieht man dich ringen. Und wir haben uns gefragt, sehen wir heute den Ringer, Eduard Kexel, oder sehen wir den Knockouter, Eduard Kexel? Wir haben den Knockouter gesehen. Ich habe dir letzte Mal gesagt, ich kann alles, wenn ich... Ich kann alles, egal welche Position. Ich bin MMA-Fighter. Aber Abubakar, Kopf hoch, Bratan. Wenn brauchst du Hilfe, sag mir einfach. Wir trainieren zusammen und ich liebe dein Team. Tadschikistan Bopesh! Also das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geste. Das sind harte Jungs hier, das sind harte Finishes zum Teil. Es war ein harter K.O., aber er bietet hier an, in Zukunft mit seinem Gegner zusammen zu trainieren. Das sind doch die Szenen, die diesen Sport hier auch so besonders machen. Großen Applaus auf jeden Fall dafür. Warte kurz. Ich sage noch, ne? Aber leider, ich sage auf Russisch. Здесь мои родные родители, мама, папа, моя девушка Михаила, Яша здесь, здесь Джейхан, Митник. Ich liebe euch, meine Familie. Ich liebe euch sehr. Und hier ist Pantale Taran, mein Freund auch. Alle ist hier. Mein bestes Team auch hier. Georg, Rodrigo, mein BJJ-Trainer, Boxtrainer. Und bis nächstes Mal, Leute. Bratan. Ja, und durch das. Alles klar, großen Applaus für Eduard Kexel. Am 27. Mai macht die NFC-Tour Halt in Düsseldorf. Oh, die rechte schickt ihn runter. Runter. Glory Kickboxer, Jihad Akipa. Woo! Where are you guys? I wanna fight you. Powerhouse, Kennedy Rayomba.
Also das habe ich noch nie gesehen. Ich mag es gerne zu boxen, mich zu bewegen. Mike Tyson ist mein Vorbild, deswegen. Und die Young Guns aus dem MMA Spirit. Mach zu und das war's. Abgeklopft. Lebowski, Daniel Agaye. Bringen die Rheinmetropole zum Beben. Erlebt die Stars von NFC live bei NFC 14 am 27. Mai im Maritim Hotel Düsseldorf. Tickets unter fighting.de/tickets.